So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Luigi zusammen durch die Zeit. Im letzten Part sind wir ziemlich weit in der Höhle vorangeschritten. Heute werden wir sie beenden. Wenn Camtasia nicht abspackt, so wie letztes Mal, wo er den Ingame-Sound nicht aufgenommen hat. Und dafür entschuldige ich mich nochmal. Wieso? Ich entschuldige mich nicht. Ja, er entschuldigt sich nicht, denn er war nicht zu hören. Camtasia hat schon wieder umgespannt. Okay, rein geht's. Warte, man hat mich nicht gehört? Ja, der hat den Ingame-Sound nicht aufgenommen. Und man hat mich nicht gehört? Nein! Ich hasse dich. Ich weiß, ich kann nichts dafür. Ich verlange, dass du den Dungeon nochmal machst. Da kann ich das ganze Game nochmal von Anfang an zocken, so. Ja, mach's halt. Na gut, vielleicht irgendwann mal. Ich wollte keine Wurzel. Okay, das ist ein Block. Ja, genau so sehe ich es auch. Aha. Verstehe. Luigi. Voll gebracht, ne? Luigi, lauf einfach. Luigi. Ja. Attacke! Hau sie zu Schrott! Let's go! Auf jetzt! So! Mega-Attacke! Link und Sieg! Was hat sie vor? Die beste Frage ist, dass sie nicht vor. So ist nichts so. Ich werde jetzt mal die Trampoline ausprobieren, weil ich das zu fail habe. Irgendwann muss ich das mal. Weg! Nein! ...93 Schaden brauchen wir schon. Achte mal auf den Sound. Was für den Höhlensound? Ja, okay. Ja. Ah, Camtasia. Ein Tat. Scheiß Simulator, ich hasse das. Weil ich endlich mal mit dem Sound verdammt nochmal. Er wird eh gleich wieder runter gehen. Hab ich gleich mit roter Pfeffer, ja. Angriffserhöhung, Teil 7. Oh, der Lag, ich werd's nicht schaffen. Danke, Lag. Nur Mario hat's geschafft. Warte!
mal nicht. Ha! Ha! Haha! Oh Mann! So, komm, Tasha, dieses Mal schaffst du es. Oh, sie kommt wieder raus aus dem Echtboden. Ja. Was tust du? Luigi, du Knecht! Lass dich, du Bauer! Ah! Was? Oh, nee! Danke, dass du gespannt hast, Emulator. Ich hasse dich über alles. Ich bin immer so der, was will ich zu sagen. Ich will jetzt einfach die ganze Zeit mit dem Schluss reden. Ja, Sigo, Sigo, da! Ja, los, mach ihn fertig! Los! Ja, mach ihn! Ja! Oh, es besiegt! Ich wusste es! Ja. Das Dauerreden von wirklich Dauersachen, die niemand interessieren und Sachen erhalten, ist toll und Level-Ups sind auch toll. Deswegen mach mal ein bisschen einen guten Bonus. Das macht er blick. Ja, Polo. Mein Netflix. 2 ist mehr als 3. Nicht wirklich, aber 7 ist mehr als 3. Nein. Nee. Also. Nun, diese hässlichen Grafik-Spacks. Und unsere Belohnung sind wirklich nicht. Nur einen dritten Kobalt-Sternsplitter, der sowieso. Oh mein Gott, jetzt kommt ein Major-Spoiler, später zu unserem Final-Boss wird. Und. Fick dich! Und irgendein. Halt's Maul! Warum liegt meine Kamera noch heil? Hey, das sind ja meine Schnauzbart, Jungs. Habt ihr das übergroße Gemüse platt gemacht? Gute Arbeit. Also, diese ich freue mich gerade so derbis, dass ich das alles gespoilert habe. Das würde mich für mich hereinbrechen. Also, Leute, spuckt es aus. Hatte das Ding den Splitter im Arsch? Ja. Wenn das mal kein Anblick ist. Schaut man sich das Geglitzer nur lange genug an, fühlt man einen Haufen Scheiße. Ja, was würde wohl die arme ältere Prinzessin Schub dazu sagen, ja, wenn sie das bemerken würde? Ja, ich weiß auch nicht, die ist ja eingequetscht in dem Kristall. Da hat mich etwas angestarrt. Ja, die ältere Schub-Prinzessin, ich weiß. Ich lache, ich wohne etwas neben der Spur. Brauche schnell ein kleines Nickerchen. Wie auch immer. Was geht, Schnauzbart? Du bist zuvor, wenn du all den Christbaumspruch beieinander hast. Ihr seid ja durchaus ein guter Haufen, aber ihr werdet alle Rekorde brechen. Guck mal auf dein Audio! Ich bin überzeugt, dass dies euer größter Erfolg sein wird. Ja, super Schlüssel. Ach ja, ich habe ein wenig rumgestückelt, als dieses Alien-Trottel mich schnappten. Ist das nicht ein kleines Schönheit? Ich glaube, es ist ein Audio. Schlüssel für irgendwas im Mutterschiff der Schrof. Wer weiß, was der Kleine hier im richtigen Schlüssel auch bewirken mag. Na gut, niemand kann es wissen. Aber ihr könnt euer besten Füße darauf wetten, dass dies eine Schlagzeile abgeben wird.
die man gerne jeden Druckerpresse anhalten. Na, pieper, das tut der Bart, du, du. Ihr wollt wissen, ob ich die Prinzessin im Boxen von einer Pflanze gesehen habe? Oh ja! Yeah. Audio, Leute, mein Freund, ich schreib's dir auch, sonst hör ich es. Und ich habe Hunger, aber als ich verschlungen wurde, wurde sie, stand die Pede raus. Mama mia! Ja, super Foto. Dabei wollte ich doch unbedingt ein Exklusiv in dem View haben. Ich bin mir sicher, sie ist doch irgendwo in den Höhlen eingesperrt. Ich schlage vor, ihr haltet die Augen nachher offen. Ihr werdet in der Zwischenzeit mal sehen, ob ich mit dem Schlüssel was anfangen kann. Das heißt, es ist nur für mich Zeit, um von euch Abschied zu nehmen, endlich. Viel Glück, Schnauzbärte! Das Problem ist, wir werden sie wiedersehen. Ja. Oh, ach ja! Ich bin euch was schuldig! Geh nach Hause und stirb. Ich hoffe, du bist uns nicht schuldig, das ist mir einfach. Ja. So. Hey, offen. Warte, ist es jetzt nicht das mit der Face-Beilage von Peach? Ja, die Face-Beilage. Du wirst es gleich sehen, diesen ekligen grünen. Nein, warte, lila Face. Ja, ich weiß. Oh! Mario! Kann es wirklich sein? Bist du das, Mario? Mario, Hilfe, Mario! Ah! Ah! Tja, wir sind Mario und Luigi, aber wir sind wir noch Peach. Stimmt. Ich meine, Peach sah ja schon immer ein bisschen hässlich aus, aber... Jetzt sieht sie ja noch hässlicher aus. Oh ja. Ja. Oh mein Gott. Los, einfach draufschlagen. Einfach draufschlagen. Oh ja. Draufschlagen und sich nie mehr drum kümmern. Wie kamen wir es bitteschön zurück? Wo war dann dein Portal? Peach war am Schlag. Okay, das ist zweideutig. Oh ja. Definitiv. Oh, welch Ungemacht! Wie kann es dieser Pilz wagen, sich im schönen Gesicht unserer Prinzessin festzusetzen? Frage zu sagen, dass es mich durchaus interessieren würde, auf welche Art sich dieser Pilz überhaupt festsetzen konnte. Einspruch! Vielleicht hat sich die Prinzessin auch nur an diesem wunderbar schönen Pilz festgesetzt. Sie haben recht. Da habe ich die Chancen, die erwachsene Prinzessin kennenzulernen. Oder das. Wir müssen wohl darauf warten, bis die Freundin ihr Werk verrichtet. Ich meinte natürlich auf den Pilz bezogen. Nicht auf ihr Gesicht. Und ich muss kurz cutten. So, da sind wir wieder. Mein Gastkommentator hat sich verpisst, weil ich während dem Cut was gefressen habe. Ich mache jetzt allein weiter. Diesen Text hatten wir schon. Geht es euch gut, meine Teure? Na, na großartig, du konkreter alter Elefant. Jetzt weint die junge Dame wieder. Eine Prinzessin hier, eine Prinzessin da. Keine Pause für mich. Herr, möchten Sie doch, dass die Prinzessin in Sicherheit ist? Komm, Prinzessin, warum legt ihr euch nicht für einen Moment zur Ruhe? So. Ja. Warte mal, waren wir hier schon? Ja. Okay. Dann können wir jetzt beruhigt runtergehen. Wir müssen, oh Gott, zu den Todswurfs. Hallo, da unten. Oh Gott, oh Gott. Auf jetzt. Hallo, du Fettsack, aber ich werde es nicht lesen. Ich habe keine Lust. Sei gefasst, Alter, so bla. Ja, der Todswurf-Twist. Mal wieder. Doch, irgendwie funktioniert er nicht. Oder? Ja, es schwebt halt auch von diesem Feenstaub her. Ohne Schatten und so. Das ist wirklich ein Geist, der hat keinen Schatten. Die Todswurz Väter da unten haben einen Schatten. Und deswegen dreht sich einfach auf den Boden auf der Stelle. Sei doch jetzt mal ruhig! Achso, willst du das lernen, ne? Nein, Avira! Tschüss! So. Hoffentlich hat man das jetzt nicht gesehen in der Aufnahme. Das wäre nämlich ziemlich schwul. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Okay. Also, das geht ganz einfach. Wir müssen
die Wirbelattacke machen, noch dabei unsere Babys treffen und dann werden sie aufgewirbelt und schon haben wir es. Ja, das war eigentlich schon der Move. Oh, jetzt kommt der Ball, ja. Jo, in diesem Fall. Was? Nein. Das verbiete ich! Wir gehen rein! Das ist nicht erst auf die Prinzessin bereuen. Niemals! Nein, doch, nein! Also, ich bin dafür. Ja, komm schon! Nein! Ja, sie wird platt! Nein! Nein! Da. So nett sind die Todeswerbs zu ihrer Prinzessin. Boah, der alte Raststätte-Junge fühlt sich total cool. Oh Gott, das kommt Mario auf eine Idee. Oh no! Oh no! Oh, das fehlt so. Okay, auf jetzt. Ja, wir möchten euren Move erlernen, der nämlich ziemlich vorteilhaft. So, das geht genau ganz einfach. Die Babys sind mal wieder die Opfer. Ich bin der Erklärer hier. Sei ruhig. Oh, die Außen wie so kleine Packschwirren. Geblättete, oh, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ach, egal. Geblättet. Die bleiben natürlich nicht für immer so. Man hat eine bestimmte Zeit, aber es sollte reichen. Hallo. Okay, so schnell werden sie in echt nicht aufgehen, zwar nur weil wir jetzt am Ziel sind. Oh, deine Raste, vergib mich, ich bin halt ein Arschloch. Und schon können wir das üben. Die Prinzessin ist natürlich so ein Leichtgewicht, dass sie vom Wind weggetragen kann. Sanft in eine Höhle schweben, in die wir zuvor nicht reinkamen. Aber jetzt, da wir eine super Tule, genau, super tolle Technik gelernt haben, es ist ja kein Problem für uns. Ja, sei jetzt ruhig, Mann, ich will die Prinzessin retten. Okay, will ich das sehen, was ist nicht. Okay, hier können wir jetzt eigentlich nicht durchbohren, weil wir zu schwul dazu sind und uns nicht durch Metall bohren können. Aber wenn wir kleine Schinkenpalzionis sind, können wir sie ganz einfach durchbohren. So. Jetzt müssen wir warten. Und irgendwann nach der Zeit passiert dann das. So. Jetzt Gebrüder Action Number 2. Und oben sind sie. Ja, sogar einen versteckten Block. Guck, wie schon eiskalt 7000 Münzen haben. So, Luigi, du! Kannst du unten was? Nein. Also war es total sinnlos. Ich kann es erst überspringen. Ha, ich bin nicht böse. So. Yeah, das Item Prinzessin Peach. Baby Prinzessin Peach. Mit ihrem Kinderrollerwagen. Okay, dürfen wir jetzt endlich gehen. Ich möchte speichern. Die Frage ist nur. Ah. Wir können fragen, was jetzt, wo wir jetzt hin sollen eigentlich. Ja. Schrecklich! Er ist zurück! Königliche Räume! Wer ist zurück? Wer? Wer auch immer zurück ist, wir werden jetzt im nächsten Part erfahren. Bis dann, ciao.